Am südlichsten. Von Norden nach Süden ist Estland mit der Hauptstadt Tallinn, dann in der Mitte Lettland mit der Hauptstadt Riga und südlichsten Litauen mit der Hauptstadt Vilnius. Und wir heißen alle baltischen Republiken, nur sind echte Balten Litauer und Letten, weil die Esten zu der finno-ugrischen Sprach- und Volksfamilie gehören. Und Lettisch und Litauisch sind also sehr ähnliche Sprachen, Grammatik deckungsgleich, nur können wir einander nicht so leicht verstehen, weil die Aussprache weit auseinandergegangen ist im Laufe der Zeit, der Jahrhunderte und auch der Wortschatz. So könnte man mehr weniger vergleichen Deutsch und Holländisch, so etwa. Aber ursprünglich vor vielen Jahrhunderten, also bis zum 12. 13. Jahrhundert, gab es mehr als 20 baltische Stämme. Da, wohin wir heute abfahren, nach Mariampole, da war ursprünglich ein baltisches Gebiet, wo Jetringer wohnten. Heißt auf Litauisch Jotva. Und auch Suduven. Auch Suduva. Und heute, deswegen, ich glaube, sie stimmen gegen Suduva. Ja, das ist das, der Name der Region. Und Litauen ist kein Bundesland wie Österreich, nur haben wir ethnografische Regionen. Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija und Suvalkija. Žemaitija ist Niederlitauen in Nordwest. Aukštaitija Oberlitauen, das ist so Nordost. Und dann im Südteil gibt es zwei ethnografische Regionen, Suduva und Suvalkija und Dzūkija. Und Suduva liegt in dieser Region Suvalkija. Insgesamt beträgt die Fläche Litauens heutzutage 65.000 Quadratkilometer und ist größer als zum Beispiel Territorium von Belgien oder der Niederlande. Und Bewohnerzahl, es ist schwer zu sagen, weil kaum sind die Statistiken erklärt, dass sie wieder sich ändern. Offiziell liegt jetzt die Bewohnerzahl bei 3,3 Millionen nach den letzten Daten. Aber mit jedem Tag wandern sehr viele Litauer, vor allem die jungen Leute, nach Großbritannien, Irland, die USA, Australien, auch Deutschland aus. Das ist schon sehr stark mit der Krise verbunden. Junge Leute finden keine Arbeitsstellen. Und jetzt habe ich gestern im Radio gehört, unter der jungen Generation, also bis zu 25 Jahre alt, ist die Arbeitslosenrate 30%. Und unsere jungen Leute sprechen meist Englisch, deswegen ist kein Problem, oder nicht so kein großes Problem, in Großbritannien bzw. Irland, in den USA, Australien eine Arbeitsstelle zu finden. Ja, was die Religion angeht, ist Staat und Kirche getrennt, aber so Hauptreligion Litauens, wenn man gläubig ist, heißt es römisch-katholisch. Von der gläubigen Bevölkerung machen die Katholiken über 80% aus. Aber das sind natürlich nominale Zahlen. Sonntagskirchenbesuch steht ja bei 10%. Aber über 80% sind römisch-katholisch getauft. Dann andere Religionen, die in Litauen ausgeübt werden, das sind russisch-orthodox. Wir haben übrigens keine griechisch-orthodoxe. Wenn man in Litauen orthodox ist, dann ist es gleich auch Nationalität, von Nationalität aus Russen. Was ganz anders in Estland zum Beispiel ist, da gibt es auch örtliche Esten, die der orthodoxen Kirche gehören. Und dann gibt es auch ein paar hundert Juden. In Gaunas gibt es auch eine Synagoge im Betrieb und eine Moschee. Die Muslime in Litauen, in Kaunas vor allem, sind aber nicht von der heutigen Zeit, sondern von dem 14. 15. Jahrhundert.
Das ist mit unserer Geschichte verbunden, im Zusammenhang mit dem Großfürsten Vitautas. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Jeder zweite oder dritte Mann heißt Vitautas. Unser Busfahrer aber heißt Wiegintas. Etwas Ähnliches, aber nicht Vitautas. Und unser Großfürst Vitautas hat von der Krim Ende des 14. Jahrhunderts nach Litauen viele Tataren mitgebracht. Und heutzutage sind noch Nachkömmlinge von Tataren in der Region, in der Gegend von Trafi, wohin wir morgen fahren, den Ausflug machen, gibt es auch eine Volksminderheit Karea, alias Karaime oder Karaiten, also dreierlei, wie ist das, diese Volksgruppe benannt, also Karea, Karaime oder Karaiten, die sind aber keine Muslime. Das ist eine türkische Volksgruppe, auch von dem Großfürsten Vitautas nach Litauen Ende des 14. Jahrhunderts gebracht. Und sie wohnen heutzutage, die Nachkömmlinge wohnen überwiegend in der Gegend von Trakai. Ihr Glaube ist mit dem Alten Testament verbunden, aber sie erkennen keinen Talmud an. Und der größte Fluss Litauens ist die Memel oder auf Litauisch Nemunas. Fließt auch durch Kaunas. Das ist die zweitgrößte Stadt, wohin wir jetzt bald einen Busfahren eintreffen. Und in Kaunas.